Eine zentrale These von mir lautet, dass VR, AR als solches für das didaktische Design eigentlich zunächst einmal recht schwierig einzuschätzen ist und wir teilweise sogar zu einer recht kritischen Einschätzung kommen müssen. Und das Ziel meines Vortrages ist es, den Versuch zu machen, herauszuarbeiten, wo denn jetzt eigentlich doch die Chancen liegen könnten. Und vielleicht schaffen wir das eben halt auch im Rahmen dieser Tagung, da auch noch einen besseren Blick drauf zu bekommen, noch eine bessere Einschätzung zu bekommen, wie die didaktischen Potenziale aussehen und in welche Richtung wir mit VR, AR arbeiten müssen, damit diese Technologie tatsächlich einen sinnvollen und wirklich auch zusätzlichen Nutzen für unsere Lernarrangements bietet. Bei der Didaktisierung von solchen Szenarien erscheinen uns hier diese Fragen relevant, die im Grunde genommen natürlich typische Fragen sind, die wir in jedem didaktischen Design stellen. Wir müssen die Ziele genauer benennen, was wir denn wirklich in dieser Welt vermitteln wollen, wie diese inhaltliche Struktur ist. Spannend ist eben halt auch, dass wir hier uns nochmal über die temporale Struktur auch einigen wollen, also sprich, in welcher zeitlichen Dimension soll der Lernprozess gestaltet sein. Mache ich hier einen Lernpfad durch die Gebäude? Ja, wie kann ich sozusagen hier den Lernprozess in eine Sequenz bringen? Welche Lernerfahrungen möchte ich denn im Grunde genommen in dem Raum gemacht werden? Ja, wie kann die Lernerfahrung mit dem Raum zusammenkommen? Und schließlich und dann erst können wir eigentlich entscheiden, ist es der Bildschirm, ist es AR, ist es VR? Welche Art von Visualisierungstechnologie möchten wir wählen? Für den Didaktiker ist sozusagen klar, dass das eigentlich als sozusagen Endpunkt der Entscheidung ist und dass wir im Grunde nicht a priori jetzt sagen würden, wir machen AR oder VR, sondern das sollte ja sozusagen am Ende unseres Konzeptionsprozesses stehen. Mir geht es am Ende wirklich um den Erfolg einer guten Technik. Verstehen Sie? Das ist also der Punkt. Wir müssen durchaus mit aller Begeisterung die Dinge ausprobieren, um eben halt wirklich gute Szenarien zu liefern. Mein Problem ist einfach nur, dass viele Beispiele leider nicht zu Ende gedacht sind und einfach nicht klug didaktisch konzipiert sind. Bedenken Sie, ich wusste es früher nicht, aber viele Auszubildende in einer Lackierwerkstatt haben sehr wenig Chance, an einem echten Auto zu üben. Wir waren selbst erstaunt, dass in 3 Jahren Ausbildung so wenig Praxiserfahrung bei den Auszubildenden vorhanden war. Und da war ganz offensichtlich, dass eine virtuelle Umgebung eine ideale Möglichkeit ist, um eben halt so eine Fertigkeit zu trainieren. Also eine Antwort zum Beispiel auf Ihre Frage kann sein, bei VR ist eben halt etwa ein spannender Aspekt das Trainieren von Fertigkeiten. Ne? Der Fertigkeitserwerb, denke ich, ist sehr wichtig, ein Aspekt, den wir uns anschauen können. Das Zweite, was wir heute eben nicht so optimal heute noch in diesem Raum machen können, ist, ich habe es eben angedeutet, ist eigentlich schon auch die spannende Frage der sozialen Interaktion. Also sprich, so ist es die Frage, wir könnten jetzt überlegen, dass wir uns zu kleinen Gruppen treffen. Wir könnten jetzt hier eine Aufstellung machen. Wir könnten uns hier der Größe nach aufstellen. Wir könnten uns hier nach Interessen aufstellen. Wir könnten versuchen, irgendwelche Arten von sozialer Interaktion in diesem Raum machen, die ich eben anderswo auch nicht realisieren kann. Das ist zum Beispiel, glaube ich, ein didaktisch auch spannender Aspekt. Wir müssen einfach die Technologien in ihren Chancen wirklich gegeneinander abwägen und müssen dann eben deutlich machen, wie gesagt, welche Lernerfahrung es ist. Der 3D-Raum als solches, ich habe es versucht deutlich zu machen, ist meines Erachtens nach nicht aus einer Lernperspektive gar nicht sozusagen a priori ein Argument. Ja, also zu sagen, weil es im 3D-Raum ist, deswegen ist es ja immersiver, deswegen ist es intensiver, deswegen ist es besser. Als Didaktiker muss ich natürlich die nächste Frage stellen, sozusagen, wie kann ich jetzt dieses Setting hier im Grunde genommen eigentlich nutzen,
um diesen Mehrwert zu generieren. Ich habe Raphael Zender gefragt, können wir nicht wenigstens einen Löwen hier reinlaufen lassen oder können wir nicht irgendeine dreidimensionale Aktivität hier auch veranstalten, um dieses Spezifikum auch nochmal erfahrbar werden zu lassen. Also das sind für mich die Fragen, die mich beschäftigen. Also wirklich in der Begeisterung auch für die Technik, wirklich auch diesen fragenden Blick aufrechtzuerhalten, wo sind denn wirklich diese Chancen? Weil ich auch nur glaube, so setzen sich Technologien in der Didaktik durch. Ich möchte mich aber jetzt nochmal ganz herzlich zum Abschluss bei Michael Karras bedanken für diesen spannenden Input und natürlich auch bei Ihnen als Plenum für die spannenden Nachfragen und dass Sie das so mitgemacht haben.